und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf dem Kulturwerk der Deutschen Kanal. Ich bin Charlotte, 15 Jahre alt und jetzt schon seit 2 Monaten hier in Kanada. Heute nehme ich euch mit auf meinen Ausflug nach Vancouver und ich erzähle euch einfach, was ich da so erlebt habe. Viel Spaß beim Video! Unsere Fahrt ging direkt nach dem Unterricht los. Meine Gastmutter hat mich und meine Gastschwester von der Schule abgeholt. Und wir haben uns einen Snack bei Tim Hortons geholt. Dann ging es auch direkt schon los und die Fahrt dauerte so circa 4 Stunden. Als wir dann am Abend angekommen sind, sind wir erstmal alle schlafen gegangen und wir sind bei Freunden der Familie untergekommen. Sind wir zu einem Flight Over Canada Kino gegangen und es ist eigentlich ein 4D-Kino und ihr könnt dann einfach alle Provinzen von Kanada entdecken und gleichzeitig riechen und spüren und erleben und es ist wirklich ein Gänsehautmoment. Ihr solltet es auf jeden Fall tun, wenn ihr in Kanada seid. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Danach haben wir uns Fahrräder ausgeliehen und sind ein bisschen durch die Innenstadt Vancouvers gefahren. Wir haben eine kleine Galerie entdeckt, haben uns die Bilder angeguckt und danach sind wir weiter zum Atlantik. Es war wirklich ein wunderschöner Ausblick. Ihr sitzt am Strand in der Innenstadt von Vancouver, gleichzeitig am Atlantik und es ist so cool, wirklich. Danach haben wir uns einen Snack geholt und sind dann mit der Fähre zu Granville Island gefahren. Das ist eine kleine Insel, immer noch in Vancouver und auf der Insel gibt es einen großen Markt. Und da gibt es ganz viele kleine Stände, auf denen es einfach alles gibt, was das Herz begehrt. Es gibt sogar einen Deutschlandstand und es ist wirklich lustig zu sehen, wie die Kanadier Deutschland sehen. Da haben wir uns dann ein Eis geholt und sind dann zurück zu unserer Wohnung gefahren. Am Abend sind meine Gastmutter und ich dann zu einem Hockey-Game gegangen und es war wirklich cool, das typische kanadische Sporterlebnis zu erleben. Auch wirklich ein Tipp, den man unbedingt machen muss. Auch wenn man Hockey nicht mag, ist es einfach cool, diese Stimmung zu erleben und dieses Hockeyspiel zu sehen. Es ist total schnell und aufregend und man sollte es einfach mal gemacht haben. Am zweiten Tag sind ich und meine Gastschwester erstmal am Morgen zu einer Mall gefahren, einfach um dieses amerikanische Feeling zu bekommen. Wir haben aber nichts gefunden, trotzdem war es wirklich cool. Danach sind wir dann zu der Familie meiner Gastfamilie gefahren. An Tag 3 sind wir zum Frühstücken zu IHOP gegangen. Und IHOP steht für International House of Pancakes. Es gab das typische amerikanische Frühstück, Pancakes und Waffeln und Orangensaft. Es war wirklich cool und falls ihr es ausprobieren könnt, tut's. Danach sind wir auf den längsten Pier Kanadas gelaufen und man konnte sogar die USA sehen, was wirklich cool war. Ging es dann auch schon wieder zurück und das war's mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen.